Drittes Video, du siehst, es geht relativ zügig. Lass dich nicht irritieren von den ganzen Klebebändern. Die sind eigentlich nur damit dafür da gewesen, damit ich die Kabel nirgendwo einzwicke beim Zumachen. Deswegen sind die auch immer noch drin. Empfängerlager hier drüben auf dieser Seite. Den habe ich ja wie besprochen rausgebaut. Das heißt, jetzt machen wir das ganze Ding einfach wieder zu. Heißt, einmal hier draufklicken. So. Eine Schraube hier, eine Schraube auf der anderen Seite. So, dann das ganze Ding hier wieder einklicken, einmal oben, einmal unten einrasten lassen, Arm fest. Dann haben wir hier den Bolzen wieder rein und ja, stimmt, die Sicherungsschraube ist halt hier zerstört. Das heißt, nur noch eine, gibt es eine neue Sicherungsscheibe hier unten für dich hinein. So, somit ist er fertig im Auslieferungszustand. Ich packe ihn noch ein und dann geht er zu dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und sollte irgendwas sein, schreib mich einfach an.